Der schockierendste Moment war tatsächlich der erste Lockdown, wo es hieß, jetzt, ihr müsst den Laden zumachen. Ja, das war so, so unwirklich. Man wusste noch gar nicht, wie geht's weiter, wie lange haben wir zu. Und ja, das war eine ziemlich große Leere. Auch meine Mitarbeiter waren total schockiert und wussten gar nicht, okay, passiert das jetzt gerade wirklich? Ich musste keine Mitarbeiterin kündigen, da habe ich wirklich für gekämpft, dass ich alle Mitarbeiter behalten konnte. Und das war auch die Herausforderung während des Lockdowns, auch die Mitarbeiter bei Laune zu halten auch und die Kunden bei Laune zu halten vor allen Dingen auch. Teamwork ist alles. Teamwork ist absolut alles und absolut dankbar für ganz viele treue, nette Kunden, die uns trotz der ganzen Zeit, wo wir geschlossen hatten, treu geblieben sind und auch zu uns gehalten haben und wiedergekommen sind und uns wirklich unterstützt haben einfach. Wir wissen jetzt, in extremen Situationen damit umzugehen und ich denke, viele Friseure sind auch an dieser Situation gewachsen. Viele haben gemerkt, es geht nicht ohne Friseure. Es ist einfach ein wichtiges Handwerk, was oft vergessen wurde als Handwerk, ein solches, aber das ist absolut Fakt. Uns kann man nicht wegdenken.